30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 17. Folge der dritten Staffel und damit zum ersten Viertelfinale des YouTube Predator Cup 2020. Gleich zu Beginn der K.O.-Runde haben wir für euch eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir mit der schlechten an. Wie ihr dem Titel bereits entnehmen könnt, musste der Titelverteidiger Tobias Eckwall leider aufgeben. Warum, erklärt er euch jetzt selbst. This is a video that I really don't want to make, but the thing is, I was supposed to be in Netherlands right now, but as you can see behind me, this is not Netherlands, this is Sweden. And the reason why I'm in Sweden is because the Dutch government won't let Swedes into Netherlands. So the thing is, I can't participate in YouTube Predator Cup 2020. Which means I'm out of the competition. And I can tell you, I really looked forward to this season. I had a good plan. I was going to win this year as well because Swedish anglers are the best, but no, the Dutch government and Corona stopped me this year. The Canal Gratis crew, the Hechtenbach crew, everyone really tried the best in order for me to get inside the Netherlands, but it was impossible because they won't let Swedes inside. So that's that. There's nothing more I can do about it. The only thing I can do is to wish the best to all the participants that's still in the competition. Tight lines, everyone. Peace out from Sweden. Corona. Wir mussten mit diesem Schock leben, wir mussten ihn verdauen, aber natürlich hatten wir einen Plan B bereit. Kommen wir nämlich zur guten Nachricht und die lautet, es gibt trotzdem 30 Episoden, es fällt nichts aus, nicht weniger Episoden, die es für euch zu sehen gibt. Jasmin hätte selber gar nicht gewollt, kampflos ins Halbfinale zu kommen und wir natürlich auch nicht. Und deswegen brauchten wir einen Ersatz. Wie ihr wisst, hatten wir die Gruppe D bereits von März auf Juni verschieben müssen. Grund hierfür war damals gewesen, dass der belgische Teilnehmer Landry wegen des etwas früheren Lockdowns in Belgien bereits schon nicht mehr anreisen konnte. Und wir wussten damit im Hinblick aufs Viertelfinale, dass mit einem französischen und einem schwedischen Teilnehmer so etwas theoretisch passieren kann, waren also gewissermaßen etwas vorbereitet und hatten uns auch schon eine Regelung für den Fall der Fälle überlegt. Wir ergänzten die Regel also um folgenden Passus. Sollte ein qualifizierter Teilnehmer und auch sein Ersatzmann aus politischen Gründen nicht antreten können, würde dieses Ticket quasi verfallen. Wir konnten ja nicht das gesamte Turnier deswegen verschieben. Und der beste Drittplatzierte aus allen Gruppen nach Punkten würde nachrücken. Da die Gruppe D jedoch unmittelbar vor dem Viertelfinale erst entschieden wurde, musste das Ganze sehr kurzfristig stattfinden. Und wir bereiteten uns natürlich auch darauf vor, dass vielleicht der Erste, der Punktbeste, den wir fragen würden, nicht unbedingt Zeit hat. Sollte der dann keine Zeit haben aus terminlichen Gründen, hätten wir den Zweiten gefragt oder den Dritten gefragt. Nach Abschluss der Gruppe D hatten wir dann schwarz auf weiß, wer denn der punktbeste Dritte sein würde. Es war Enrico Di Ventura, der gegen Jasmin Spingel-Petersen ganz hauchdünn Dritter geworden war. Trotz, ich glaube, eines 48er und 49er Barsches, trotz eines 70er Zanders hatte er, glaube ich, keine 4 Punkte hinter Jasmin gelegen. Er war also der Erste auf unserer Telefonliste, der Erste, den wir fragen mussten. Enrico, hast du nächste Woche Zeit? Ja, das Telefonat war relativ kurz. Man hätte Enrico wahrscheinlich auch fragen können, ob er eine Karibikinsel geschenkt haben will. Er hat auf jeden Fall gesagt, ich habe zwar gar keine Zeit, aber ich komme 100%. Ich fahre morgen los. Ich muss ja schließlich auch noch trainieren. Ich bin morgen da. Ja, das war's zur Aufklärung des Thumbnails. Ihr wisst Bescheid, leider kein Tobias Eckwall mehr. Dafür Enrico Di Ventura zurück im Turnier. Was ihr alles sonst noch wissen müsst zum Viertelfinale, das erklärt euch jetzt mein Freund Charles. K.O.-Phase. Jetzt geht's ans Eingemachte.
Wer noch dreimal gewinnt, holt sich nicht nur den Pokal, sondern auch ein Pike Hunter 440 von Rheinland-Bote, das mit einem Garmin Striker Plus 9 SV Echolot, einem Mercury F25 Verbrennungsmotor, einem Pega Euroliner SH750 Bootstrailer ausgestattet ist und insgesamt ca. 17.500 Euro wert ist. Es kommt im Viertelfinale, wie gesagt, zu der Begegnung zwischen Enrico Di Ventura und Jasmin Spingel-Petersen. Wer sich hier durchsetzt, fischt gegen den Gewinner aus der Partie Dietmar Isajasch gegen Veit Wilde. Marc Paczowski oder Markus von Oy werden sich im zweiten Halbfinale mit Herbert Ziereis oder Frédéric Julien messen. Gefischt wird in jeder Runde zwei Tage vom Ufer. Erneut können nach demselben Prinzip wie in der Gruppenphase 6 maßige Fische in die Wertung eingebracht werden. Am ersten Tag wird in Zone B gefischt. Jeder Angler gibt 4 Stunden lang die Spots vor. Derjenige Angler, der in der vorherigen Runde mehr Punkte erzielt hat, darf entscheiden, ob er vormittags oder nachmittags fischen möchte und zu welcher Uhrzeit gestartet werden soll. Es darf frühestens um 6.30 Uhr angefangen, spätestens um 20 Uhr aufgehört werden. Am zweiten Tag wird 8 Nettostunden lang in Zone A gefischt. Es gibt immer derjenige Angler die Stellen vor, der zurückliegt. Im Rückspiel haben beide Angler außerdem 1 Stunde Spotwechselzeit, in der die Angelzeit gestoppt wird. Wer nach 2 Tagen mehr Punkte hat, erreicht die nächste Runde. Auch auf Veranstalterseite gibt es personelle Neuigkeiten. Alle K.O.-Spiele werden von einem Moderator vor Ort begleitet. Alle Rückspiele sowie beide Finalsendungen werden von Toni moderiert. Die Hinspiele aller Viertel- und Halbfinals übernimmt Dennis Siever vom YouTube-Kanal Stramme Leine, der in der YPC-Auflage von 2019 im Qualifikationsturnier Zweiter hinter Hassan Duran geworden war. Los geht's also mit Dennis, Enrico und Jasmin. Liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer, herzlich willkommen zum Viertelfinale des YPC 2020. Wer zieht in die nächste Runde? Enrico Di Ventura oder Jasmin Spingel-Petersen? Ich bin gespannt. Enrico ist nachgerückt für Tobi Eckwall als bester Drittplatzierter. Enrico, wie war der Moment für dich, als es hieß, du darfst doch noch weiter mitfischen? Also erstmal war es ein bisschen überraschend und auch sehr spontan natürlich. Also ich habe dann irgendwie schnell meine 7 Sachen gepackt, habe noch irgendwie 2 Guiding-Touren umgeschwenkt, damit ich die verlegen konnte. Aber ich bin sehr, sehr froh, dabei sein zu können und zu dürfen. Als punktbester Dritter ist es natürlich so, hätte ich nicht mit gerechnet natürlich. Ne? Also gerade in Tobis Fußstapfen zu treten ist dann natürlich auch nicht so einfach. Aber ich freue mich riesig und ich hoffe, dass ich den YPC jetzt doch noch so ein bisschen länger verfolgen kann als selbst Agierender. Jasmin, du hast heute jetzt die Spotwahl und hast entschieden, dass du auch anfängst. Ja. Was ist der Plan hier an dem Spot? Der Plan hier an dem Spot ist, tatsächlich alle 3 Fischarten zu fangen. Ich habe hier trainiert, ich habe hier geübt und es ist wirklich alles möglich. Hier sind große Zander, hier sind große Barsche und auch vereinzelt Hechte. Ich denke, es ist ein sehr guter Platz. Wir haben Schatten und die Fische sind jetzt noch im Schatten. Die Sonne ist nicht da, es ist früh morgens. Ich bin zuversichtlich. Okay, deine 4 Stunden laufen dann gleich. Ich würde sagen, bereiten wir uns vor für den ersten Wurf. Auf geht's und viel Erfolg. Petri. Viel Glück. Dankeschön. Das wird cool. Ich hoffe. Bin gespannt. Ja. Lass uns loslegen. Die beiden haben jetzt den ersten Wurf gemacht und die Zeit läuft ab jetzt. Thank you.
Alter, ein Barsch. Oh mein Gott, was ein großer Barsch. Sorry, ich kann gerade nicht mehr. Es hat geklappt. Nein. Was doch. Für ein dicker Barsch. Das klappt. Oh. Okay, die erste Anspannung ist weg. Der Plan, hier morgens früh herzufahren, weil die Barsche hier nur morgens und abends beißen, bevor sie sich, wenn die Sonne kommt, in ihre Unterkünfte hier verziehen, hat voll geklappt. Ich werde jetzt mal gucken, was der hat. Oh, geil, direkt vor den Füßen. 46. 46 cm? Ja. Ist doch ein geiler Start. Also ich denke mal, mit so einem Barsch kann er morgen beginnen. Richtig cool. Dickes Petri Jasmin. Danke. Krasser Fisch. So, hier ist er. Der erste Fisch des Morgens. Innerhalb der ersten 10 Würfe. Also super geil. Meine erste Anspannung ist weg. Sau cool. Es wird ein guter Tag. Bye bye, beautiful. Yes! Geil! Weiter geht's! Traumstart für Jasmin. Genau so hat sie sich das vorgestellt. In der Gruppenphase konnte sie bereits einen 46er erwischen. Jetzt schon wieder. 92 Punkte nach wenigen Minuten sind natürlich eine Ansage. Was sagt Enrico dazu? Ja, Leute. Das ist natürlich ein Start nach Maß, aber nicht für mich. Ich habe mir das aber schon gedacht, dass hier große Barsche sind. Deswegen bin ich auch eigentlich direkt an die Steinpackung gelaufen und habe ein paar Würfe durchgeleiert. Aber mir war er nicht vergönnt. Ist natürlich klar, ne? Wenn man den Spot nicht kennt, dann ist das immer so eine Sache. Ne? Sie wird wahrscheinlich wissen, wo die Fische hier stehen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass ich auch irgendwo einen Fisch hier fangen werde. Und naja, ich habe im Training auch sehr große Barsche gefangen. Also von daher, wenn denn die Plätze so laufen wie im Training, was natürlich nie sicher ist, aber bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass ich auch noch irgendwo einen Barsch fangen werde. Barsch. Ja. Ja, Mann. Stark gemacht, sehr gut. Zusammen? 41. 42. 42, dann drüber. Ja, das drüber? 42. 42. Geil. Danke. Petri. Dankeschön. Ich hab doch gesagt, hier ist Fisch. Was ist denn hier los? Der Konter von Enrico lässt nicht lange auf sich warten. Mit 84 Punkten bleibt er Jasmin dicht auf den Fersen. Doch die bringt das nicht aus der Ruhe. Bis jetzt beunruhigt mich das gar nicht, ganz im Gegenteil. Denn ich habe ja angekündigt, dass hier große Fische sind und mein Ziel ist es hier nicht, irgendjemanden mit einer Strategie zu überlisten. Mein Ziel ist es einfach, dass wir hier beide einen coolen Tag haben, angeln gehen und geile Fische fangen. Ja, ist auf jeden Fall gut. Für mich ist jetzt auch die erste Anspannung so ein bisschen gelegt. Natürlich ist das überhaupt nicht grundlegend für jetzt irgendwie eine Entscheidung, aber es ist schon sehr, sehr wichtig, jetzt hier auch einen Barsch nachgelegt zu haben. Auch wenn ich
an meinen eigenen Stellen, also die ich im Training hatte, Barsche gefangen habe, ist es trotzdem wichtig, dann hier auch an der Stelle ja, gleich auf zu sein, ne? So mehr oder weniger. Auch wenn natürlich Jasmins Barsch noch mal eine Ecke größer war. Aber trotzdem, die Angelei ist schon cool. Sehr, sehr geiler Spot. Also das sieht man schon, dass hier Fisch ist. Ich freue mich. Also ich freue mich auch, dass wir beide Fisch fangen. Ihr sollt ja auch was zu sehen kriegen. Und ja, der Rest ist immer auch ein bisschen Glück. Hallo liebe YPC-Zuschauer. Wie bei Angelvideos üblich, kriegen wir natürlich auch unter die YouTube Predator Cup Videos immer wieder viele Nachfragen, was für Tackle die Angler im Einsatz hatten. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Bei uns im Shop gibt es ab sofort eine eigene YouTube Predator Cup Kategorie. Hier ist nach Gruppen geordnet jeder Angler, der im YPC 2020 mitgefischt hat, und hier könnt ihr einen Großteil des Tackles finden, was im YPC geangelt worden ist. Viel Spaß beim Stöbern! Yes. Sehr gut. Perfekto. Was für ein Start, ey. Wahnsinn. Boah, geil. Hat das auch schon mal geklappt mit dem Zander? Habe ich jetzt gerade gar nicht mit gerechnet. Weil ich weiß, dass die Fische oft scheu werden, wenn man ein oder zwei gefangen hat. Hast du schon mal messen? Ja, der hat, warte, der geht hin. 57 cm. Cool, geil. Haben wir den Zander auch schon mal abgehakt. Jetzt werde ich gleich mal gucken, dass ich noch ein paar mehr Zander und Barsche kriege. Und dann muss auch noch der Quotenheft her. Es läuft wie geschnitten Brot. Dieser gute Zander von 57 cm zählt 74,1 Punkte. Sie hat jetzt schon 166,1 Zähler auf dem Konto. Ganz starker Auftritt. Ja, Jasmin legt ganz schön vor, muss ich sagen. 57er Zander ist eine richtig gute Competition-Größe. Das ist schon nicht so schlecht, was die hier abliefert. Trotzdem, noch ist alles offen. Und wir haben noch sehr, sehr viel Zeit. Also intonieren ist es eigentlich so, man darf sie nicht verrückt machen. Das sage ich jetzt nicht zu laut, weil ich hoffe ja, dass sie sehr nervös ist. Aber wenn man sich verrückt macht oder anfängt verrückt zu machen, dann ist es blöd. Natürlich darf sie nicht zu weit vorziehen. Also das ist klar. Ne? Sie darf jetzt nicht irgendwie noch zwei Fische und dann vielleicht einen großen Hecht oder so fangen. Dann wird es sehr, sehr schwierig für mich. Sie kennt den Spot anscheinend wirklich gut und die weiß auch, was die Fische hier wollen und mögen. Ich muss immer gucken, ob ich überhaupt darauf gewappnet bin, teilweise auch solche Köder dabei zu haben. Aber mal sehen. Noch ist alles offen. Ja. Und Hecht. Ach du Scheiße. Nee. Vorsichtig, vorsichtig. Also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier mit Chebo und Krebs auch noch einen Hecht fange. Aber ich sagte ja schon, der Quotenhecht muss noch her. Bitte nicht abgeben.
Muss man, geht man bei den normalen Kescher bitte. Ich muss hier rüber. Geil! Mega cool! Also Hecht, Zander, Hecht und Barsch jetzt hier in der Stunde abgeackert. Mega cool! Er ist komplett vorne dran, ja. Okay, dann hat er 85, ja. 85 cm. Geil! Hände sind blutig, sieht jetzt erstmal schlimmer aus, als es eigentlich ist, aber wird schon. Hab Desinfektionsmittel im Auto. Alter! So! Keine Stunde gefischt und Jasmin hat das Triple. Unfassbar, echt unfassbar. War die beste Entscheidung, hierher zu fahren. Ist nur ins Wasser gegangen dabei. So, vielen Dank, mein Schöner. Und du darfst natürlich wieder schwimmen. Ja. Geil. Mega cool! Hecht, Zander, Barsch in einer Stunde, was will man mehr? Die beste Entscheidung, morgens früh anzufangen. Jetzt muss ich mich erstmal verarzten und dann geht's weiter. Das gibt's doch nicht! Wie in der Gruppenphase fängt Jasmin an einem Spot alle geforderten Fischarten, dazu in wirklich beachtlichen Größen. Mit weiteren 85 Punkten erhöht sie ihr Konto auf 251,1. Ein ganz dickes Brett, das Enrico hier zu bohren hat. Ja, nachdem ich den ersten Barsch gefangen habe, auf dem V-Tail, und gesehen habe, dass der Enrico auf dem Spinjig oder wie auch immer sich das Ding schimpft, gefangen hat, habe ich mir so gedacht, zwei Barsche, da wechsle ich mal auf mein Krebsimitat am Cheburashka. Und wie man sieht, hat es ja hervorragend geklappt. Es kam direkt ein Zander. Und es kam jetzt auch direkt ein Hecht da drauf. Also ich bin sehr zufrieden bisher. Ich zitter zwar noch, aber das eher, weil ich jetzt so geile Fische gefangen habe. Jasmin ist verständlicherweise sehr glücklich. Enrico wiederum holt eine weitere Tackelbox aus dem Auto. Ist das bereits beginnende Ratlosigkeit oder doch ein kühner Plan? Was für Barsche, ey. Petri, ey, mega. Der hat dann dementsprechend 44. Ja. 44 cm in Reezy. Mega Barsch. Ja, geil. Also ich hab jetzt extra nochmal einen Köder gewechselt, weil ich gedacht habe, vielleicht kriegt man sie dann doch mal, weil Barsche sind zwar da, aber die fangen oder die hören dann auf zu beißen. Und deswegen habe ich mir extra jetzt einen anderen Köder rausgesucht. Ich will schnell weitermachen. Vielleicht kriege ich noch so einen. Das wäre nicht so schlecht. Was ist das hier bitte für eine Traumpartie bisher? Der dritte Ü40er, diesmal ist er 44 cm lang und bringt Enrico 88 Punkte. Er kann etwas Boden auf Jasmin gut machen. Was hat Jasmin zu diesem Fang zu sagen? Ist doch ein geiler Fisch, oder? Ich freue mich. Ich habe ja gesagt, Fische kommen. Und ich denke mal, da geht auch noch mehr. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ist ein verdammt guter Tag bis jetzt. Also besser hätte es einfach nicht laufen können bisher. Mega.
Sander, Junge! Und guck, auf welche Farbe Kanone! Hecht und Barsch Sonderfarbe, ja! So eine geile Farbe. 58. Oder? 47. 57. 57. Geil, Mann! Ich bin sehr happy. Wie Jasmin kann auch Enrico einen 57er Zander in die Wertung bringen und ist plötzlich wieder auf 5 Punkte an ihr dran. Wahnsinnspartie. Weiter geht's. Ja, die erste Halbzeit des heutigen Tages ist gleich rum. Eine halbe Stunde haben wir noch und Enrico schließt nochmal auf. Das wird noch eine spannende Nummer. Ich bin gespannt. 30 Minuten sind noch da. Da kann es nochmal knallen. Ja, ich bin sehr, sehr happy, dass das jetzt geklappt hat mit dem Zander. Fische hier doch relativ schnell und zügig 9 cm Shad-Tief in der Hecht- und Barsch-Sonderfarbe. Die Farbe ist natürlich eine absolute Bank, muss man schon sagen, sonst würde ich ihn nicht angeln. Ich mache halt sehr, sehr aggressive Zupfer hier, was nicht heißt, dass die Zander nicht auch auf die passiven Sachen beißen würden, aber es gestaltet sich meiner Meinung nach so, dass das jetzt die letzten 1-2 Stunden sehr zäh war. Es kann aber sein, und das ist erfahrungsgemäß auch das, was Jasmin hier berichtet hat über den Spot, kann es sein, dass die Zander jetzt nochmal wiederkommen. Das habe ich im Hänger, das ist nicht so gut. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall auf mehr Fisch. Natürlich hoffe ich, dass er bei mir kommt, ich weiß es aber nicht. Ich freue mich aber auch, wenn Jasmin noch einen tollen Fisch fängt. Die hat ganz schön vorgelegt heute, deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass ich jetzt noch ein bisschen aufschließen konnte. Das gestaltet den Nachmittag dann sehr, sehr interessant, wenn nicht jetzt noch irgendwas Krasses passiert. Mal sehen. Ja, die Zeit ist rum. Es ist wirklich sehr, sehr knapp. Wie angekündigt, haben wir alle drei Fischarten gefangen, zumindest ich. Der Enrico hat zwei wunderschöne Barsche gefangen, jetzt gerade noch mit dem Zander nachgelegt. Und ich bin jetzt gespannt, was der sich überlegt, was der jetzt machen wird. Ich gehe fast davon aus, dass er jetzt wahrscheinlich Hecht angeln wird. Aber schauen wir mal. Ich habe ja noch 3 Plätze frei sozusagen für Fische. Da ich alle 3 Fischarten habe, darf ich 6 Stück fangen. Und somit würden die Hechte mir natürlich auch die nötigen Punkte bringen. Schauen wir mal. Ich bin sehr zufrieden. Bin sehr zufrieden mit dem, was hier heute am Fisch kam. Es ist echt unglaublich. Und ich hoffe, dass euch das, was wir hier gemacht haben, richtig gut gefällt. Von Wasser zu Wasser. Ich muss jetzt erstmal einen kräftigen Schluck nehmen. Da ist ja die nächste Metapher. Fast hätte sie mich nass gemacht an diesem Spot, wobei der Spot richtig gut war. Aber ich konnte aufholen und das war auch wichtig. Also das ist natürlich auch für den Kopf sehr wichtig, weil wenn man, ich erinnere euch an die letzte Staffel, wo ich gegen Herbert fischen musste. Wenn man dann in der ersten Halbzeit richtig weit zurückliegt, ah, das ist nicht so gut für die Moral. Jetzt liegen wir aber wirklich ganz, ganz knapp nur auseinander. Das ist gut für die Moral und ich werde alles geben, um auch an meinen Spots zu performen.
Ich weiß nicht, ob das so läuft wie hier an Jasmin Spot, der wirklich sehr gut war. Und ich bin auch dankbar darum, dass sie mich an so einen Spot mitgenommen hat. Weil hier gab es wirklich Fisch genug und das war sehr, sehr gut. Ich hoffe, es geht genauso weiter und wir können euch richtig was präsentieren. Wer am Ende der glücklichere Sieger ist, weiß man noch nicht. Auf jeden Fall, fischen kann sie. So super exciting new this year for Berkeley is the Berkeley Pulse Spintail. It's a tail spinner kind of lure, metal lure, and it's perfect for pike, perch and zander fishing. It has a big spinner blade on the tail, but also a smaller blade attached to it. The small spinner blade gets like forced behind the big spinner blades and creates a lot of extra vibrations and a lot of extra movement in the whole body. And that's super killing for the perch fishing. Comes in four different sizes, the 5 gram, the 9 gram, 14 gram and 21 gram. It's equipped with a Fusion 19 hook, 8 different colors, so go check them out. So, wir sind jetzt an dem ersten Spot meiner Angelzeit angelangt und ich werde hier auf Hecht angeln. Allerdings werde ich nicht die typischen Hechtköder werfen, also nicht große Köder, sondern eher hier so 14er Shetty Slim und werde versuchen, die auch draußen etwas zu jiggen vor der Krautkante. Das ist nicht so ganz einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich. Jetzt muss man halt gucken. Mir ist nämlich wichtig, erstmal ein Hecht auf der Karte zu haben, damit ich meine 3 Bonusfische einreichen kann. Vorausgesetzt, ich fange sie dann auch in der Folge. Aber das ist mir erstmal das Wichtigste. Ich möchte unbedingt ein Hecht fangen. Das ist das Ziel hier an dem Spot. Und ja, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir sehr, sehr viel laufen werden. Also schon searchen, searchen, searchen. Powerfishing nennt man das. Und mal sehen, ob das was bringt. Also ich bin eigentlich mit dem Wind und so hier auf dem Wasser doch ganz guter Dinge, dass das nicht so schlecht ist. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Fische vor die Kamera bringen. Immer einen mehr als Jasmin und dann bin ich safe. Na, safe vielleicht nicht, aber dann bin ich schon mal happy. Was Enrico hier an diesem Spot vorhat, wissen wir nun also. Doch wie schätzt er die Fangchancen seiner Konkurrentin an seiner Stelle ein? Zu Jasmin muss ich sagen, bin ich doch, ich will nicht sagen überrascht, weil ich wusste, dass sie angeln kann, aber sie ist sehr versiert. Angler sind nicht immer gleich Angler. Also wir können alle gerade ausschmeißen und einen Gummifisch durchs Wasser leiern, aber das, was sie da heute Morgen gezeigt hat, ist auch schon wirklich gut. Also das muss man sagen. Und deswegen denke ich auch, dass sie sich hier relativ schnell auf den Spot einstellen wird. Ich hoffe natürlich, dass mir das nicht so zum Nachteil wird, dass sie vielleicht mehr Fische fängt oder vielleicht den einen Fisch fängt und ich halt keinen. Also ich hoffe, dass das irgendwie in der Balance bleibt. Aber mal sehen. Also ich bin auf jeden Fall auf der Hut vor ihr. Also genau diese Stelle, wo wir jetzt angekommen sind, kenne ich natürlich nicht. Ich war schon mal hier in der Gegend und weiß, dass hier viele gute Barsche und Hechte sind. Da Enrico der Hecht fehlt, gehe ich jetzt hundertprozentig davon aus, dass er auch Hecht angeln wird. Also packe ich demnach meine Hechtboxen ein. Ein paar kleine Köder natürlich auch dabei für Barsch. Mal schauen, vielleicht wollen die Hechte auch kleine Köder wie heute Morgen. Der erste Spot in Enricos Halbzeit. Enrico hofft auf den Hecht. Ich glaube, Jasmin auch. Wir sind gespannt, ob was geht. Und ja, auf geht's. 4 Stunden laufen ab jetzt. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah. Always on the road, I never home. Got a couple bands. Ja, eine Stunde vorbei. Bis jetzt hat sich nichts getan. Ich glaube, Jasmin hat den Kontakt. Ist schon relativ schlecht, würde ich sagen.
Da habe ich ja schon bessere Zeiten erlebt, aber das heißt überhaupt nichts. Es ist generell die letzten Tage sehr, sehr schwer gewesen. Ich habe auch mit befreundeten Bootsanglern gesprochen, die hier waren oder die auch auf anderen Gewässern waren. Es war nicht so einfach die letzten Wochen. Nichtsdestotrotz würde ich aber hier die Hoffnung nicht aufgeben. Also ich weiß, dass hier sehr, sehr viele gute Fische in diesem Gewässerkomplex zu Hause sind. Es muss auch gar nicht ein großer sein, ich will einfach nur einen fangen. Weil eventuell schmeiße ich dann nochmal um, aber das weiß ich noch nicht. Also erstmal ein Hecht, da hätte ich gerne einen Haken hinter gemacht und dann werden wir weitersehen. Ich bin immer noch ziemlich angespannt, was schon, ich denke schon auch ein bisschen entscheidend ist für den heutigen, Kraut, für den heutigen Tag, wer hier den ersten Fisch anschließt. So, nachdem ich die ganze Zeit Gummi gefischt habe und irgendwie so nach 2 Stunden einfach mal gar nichts geht, bis auf einen Anfasser, habe ich jetzt mal einen ganz neuen Köder von uns gewählt, nämlich ein Jerk. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es klappt. Die Rute ist dafür nicht ausgelegt, trotzdem schaffe ich es aber, das Ding zu schmeißen. Der kommt jetzt gleich hier an. Das ist die Neuauflage von dem Fantogy und wie man sieht, macht der so geile Laufbewegungen im Wasser. Also wenn da ein Hecht steht, der vielleicht noch irgendwie ein bisschen Lust hat, dann sollte er den nehmen. Denn an schwierigen Tagen hat sich bei mir gezeigt, dass manchmal geradlinig laufende Köder nicht so gut funktionieren wie Köder, die einfach dieses Gangbild haben. Bin gespannt. Ich versuch's jetzt weiter. Und das ist er. Ich habe ja schon ein Hecht, ein 85er. Selbst der hier wird von 60ern, 70ern immer noch genommen. Und wenn noch ein noch größerer kommt, würde ich mich natürlich tierisch freuen. Zwei Stunden sind rum, leider bisher ohne Fisch. Wir wissen allerdings von heute Morgen ganz genau, dass die beiden in der Lage sind, schöne Fische zu fangen. Und hier, die Stelle sieht eigentlich auch sehr gut aus und wir wissen auch, dass es hier große Fische gibt. Aber wie gesagt, bisher ohne Fisch. Und ich glaube, Enrico hadert gerade ein bisschen mit sich, ob die Spotwahl die richtige war. Und ich glaube, so im Hinterkopf überlegt er gerade schon, ob er einen Spotwechsel machen soll. Bin gespannt, wie es weitergeht und ob vielleicht noch ein Fisch hier einsteigt. Ich hatte mir viel, viel mehr erhofft von diesem Platz. Die Hechte scheinen aber überhaupt nicht aktiv zu sein. Es ist halt die Frage und auch genauso das Pokerspiel, ob man bleibt oder ob man geht. Natürlich kann hier in einer halben Stunde eine Beißphase losgehen für eine halbe Stunde und dann könnte man theoretisch 2, 3 Fische fangen. Aber das ist halt die Frage, das weiß man nicht. Wenn man das wüsste, würde ich nur zur Beißphase angeln gehen. Ja, aber Spaß beiseite. Ich denke, es sind jetzt noch 1,5 Stunden circa. Vielleicht gebe ich dem Spot noch eine halbe Stunde und dann werde ich wechseln. Ich bin auch mit dem Jiggen hier eigentlich relativ safe. Also ich verspreche mir doch sehr viel von dem Jiggen. Aber ich, ja, bis jetzt liefert der Spot überhaupt nicht. Aber einer reicht. Einer. Ich muss tatsächlich ein bisschen grinsen gerade, weil der Plan hier überhaupt nicht aufgegangen ist, bis dato auf jeden Fall. Wir werden jetzt mal einen Spotwechsel versuchen, wobei ich nicht glaube, dass die Hechte an dem anderen Spot viel aktiver sein werden als hier, weil es immer noch das gleiche Gewässer ist. Das werden wir aber trotzdem machen, dann haben wir noch genau 1 Stunde Restzeit für heute. Und dann werden wir mal sehen. Also ich denke, dass wir euch kurz vor Schluss dann nochmal ein Zwischenstatement geben werden, was bei uns so passiert ist, aber bis jetzt ist leider nicht viel passiert. Jasmin hatte einen Kontakt und ansonsten ist nichts passiert. Es scheint so, als wäre heute wirklich tote Hose. Andererseits kann man das aber beim Angeln nie genau wissen, weil der Schalter kann auch immer mal schnell umgelegt werden und dann rappelt es für eine halbe Stunde und dann geht's. Aber wir hoffen auf diese magische halbe Stunde und halten euch auf dem Laufenden. Viel Spaß, die letzte Stunde beginnt gleich. Platzwechsel.
Kann einer der beiden Kontrahenten noch einen Fisch fangen und sich absetzen? Oder geht es Kopf an Kopf ins Rückspiel? Der letzte Spot für Enrico. Die letzten 30 Minuten laufen. Wer gewinnt den ersten Tag des Viertelfinals? Enrico oder Jasmin? Ich bin gespannt, ob jetzt noch was geht. Auch an dieser Stelle verändert sich Enricos Miene nicht wesentlich. Er ist natürlich nicht happy mit dem Beißverhalten der Fische. Die Bedingungen sind eigentlich nicht so gut. Man merkt, dass immer wieder so richtige Kaltfrontluft durch den Wind hier reingetragen wird. Also das Wetter wird sich ändern wahrscheinlich. Aber der Spot ist eigentlich trotzdem immer für einen Fisch gut. Ob Sommer oder Winter, das ist eigentlich egal. Das ist ja eigentlich so eine Einfahrt in einen großen Hafen. Und hier sind Krautfelder links und rechts, hier ist eine steile Kante. Also hier tummelt sich auch immer Futterfisch. Und wenn die Hechte patrouillieren oder auch die Barsche patrouillieren, dann ziehen die auf jeden Fall die Kanten hier rauf und runter. Heute scheinen sie einfach nicht zu beißen. Ich tue trotzdem alles dafür, dass ich eventuell doch noch irgendwo eine blinde Nuss finde, die aus Versehen auf meinen Köder beißt. So wenig Aktivität habe ich hier, glaube ich, noch nie erlebt in diesem Gewässerkomplex. Es ist ja ein riesengroßes Gewässer, wo wir hier fischen. Und ja, man muss schon sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also nicht von meiner Leistung, weil also hätte Jasmin jetzt 10 Fische gefangen und ich nicht, dann ja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Gewässer. Na gut, so ist das manchmal, das ist Angeln. Wenn wir nur fangen würden, dann wäre es ja fast langweilig. So bleibt es sehr, sehr spannend. Es sind, glaube ich, nur 3 oder 4 Zähler Unterschied. Und ich hoffe, dass ich die morgen wettmachen kann und darüber hinaus natürlich auch noch mich vor sie positionieren kann, wenn am Ende des Tages abgepfiffen wird. Let's see. Feierabend. Was? Feierabend. Jetzt fängt es natürlich auch noch übelst an zu regnen beim Einpacken. Tja, was soll man sagen? Der Tag begann richtig, richtig gut und leider endete jetzt die zweite Halbzeit ohne Fisch. Aber ich bin mir sicher, dass morgen auf jeden Fall noch was geht. Hier sind 2 richtig gute Angler dabei. Und ja, vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bei wem ihr glaubt, wer kommt morgen weiter, beziehungsweise wer macht morgen das Rennen. In diesem Fall ist es jetzt so, dass Jasmin knapp vorne liegt. Das wird morgen nochmal richtig, richtig brenzlig. Und Jasmin, da du ganz knapp vorne bist, hat Enrico morgen die Spotwahl und darf sagen, wie es losgeht? Genau, das werde ich auch. Ich werde mir heute auf jeden Fall viele, viele Gedanken machen und einige Spots noch so vor dem, ja, wie soll ich sagen, inneren Auge mal Revue passieren lassen, wie es so war. Und ich brauche halt auf jeden Fall ein Hecht. Sonst wird es sehr, sehr eng. Aber mal schauen. Wir sehen uns morgen. Ich bin gespannt, wo Enrico uns morgen hinführt. Ich denke mal, weil er ja noch den Hecht braucht, wird es auf jeden Fall eine Stelle sein, wo es auch Hechte gibt. Ich habe aber die Hoffnung, dass er auch eine Stelle wählt, wo ich vielleicht auch die Chance auf einen Zander und Barsch habe. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert den Kanal und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin alles Gute und bis dann. Ciao. Das war's. 2 völlig unterschiedliche Halbzeiten, insgesamt dennoch viele und vor allem gute Fische mit einem sehr ausgeglichenen Ergebnis, das für das Rückspiel alles offen lässt. Jasmin ist 5 Punkte vorne und hat den Vorteil, bereits alle 3 Fischarten gefangen zu haben. Ob Enrico das Blatt wenden kann und wer ins Halbfinale einzieht, seht ihr am kommenden Sonntag, wie gewohnt, um 18 Uhr. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare und neue Abonnenten. Ciao!